Hallo Freunde und schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Zombie. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier den Weg freigekämpft zu diesem Geheimraum. Der Witz an dem Geheimraum ist, es ist überhaupt nichts dahinter. Toll. Haben wir hier stundenlang mit dieser Nummer probiert, haben die ganzen Zombies hier töten müssen. Und wofür? Für nichts. So, wir müssen irgendwie da in die Richtung. Das müssen wir hier mal sehen. Hier brennt es anscheinend ziemlich doll. Wir werden wahrscheinlich über die Rüstung müssen und darum ist ein Zombie. Wäre schön, wenn man den schon mal so markieren könnte. Da ist ein Objekt, okay. Ob der lebt oder nicht. So weiß man das leider nicht. Und man vergeudet Munition. Gut. Oder auch nicht. Hey, gut, dass wir ihn runtergeschossen haben, würde ich sagen. Da fängt die Folge ja schon wieder gut an hier. Wäre da hochgeklettert und wäre gleich tot gewesen. Na? Da unten müssen wir irgendwie hin. Da ist die Mütze. Wie komme ich da hin? Da drüben. Wie komme ich da hin? Ah, da ist ein Eingang. Guck mal. Wie machen wir das da? Ist eine Leiter? Ha. Wie kommen wir denn da hin? Oh, das ist schön. Schöner Sound, ne? Okay, hier kommen wir gar nicht weiter, merke ich gerade. Hm. Kommen wir denn jetzt weiter hier? Also nochmal hoch. Oh, wir sind verletzt. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob wir vielleicht zufällig was bei haben, dass wir uns heilen können, ne? Einen großen Arztkoffer. Nee, der ist mir noch zu wichtig. Hm. Gehen wir mal hier lang. So, guck mal, so kommen wir schon mal dahin. Das kannst du definitiv gebrauchen. Und hier ist recht. Was ist denn das hier? Armbrustbolzen. Cool, man kriegt noch eine Armbrust. Aber der Snickers war mir jetzt erstmal wichtig, ja? So. Wie kommen wir jetzt weiter? Weiter. Mal von dem Feuer weggehen hier. Können wir hier hochnehmen. So, wir kommen da oben rauf. Wir kommen da lang, wir kommen da lang. Aber da hinten führt keine Leiter mehr runter. Und hier können wir auch nichts machen. Hab ein bisschen Angst da jetzt. Hat uns natürlich auch wieder Schaden zugefügt. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Was machen wir nun? Kommt man hier hoch? Nein. Gerade schwierig hier. Hätte ich hier nicht durchrennen können, oder? Denkt da gleich tot. Nochmal hoch. Nochmal von oben gucken. Was wir da machen. Taschenlampe könnten wir eigentlich sparen ein bisschen. Und da müssen wir rein. Ah, da kommen wir so auch nicht hin, ne? Ich will hier nicht runterfallen. Gehen wir mal hier.
wir kommen noch zu diesen Räumen da oben. Nein, runter. Dann kann man hier noch was scannen. Nein, wir müssen aber da hinten hin. Ich habe das Gefühl, hier hinter der Tür lauert wieder irgendwas ganz Beschissenes. Ja, dich kriegen wir auch so weg, du. Warte mal. So hat man geschlagen. So, der ist weg. Wir sind immer noch. Oh, eigentlich würde ich gerne meine Munition sparen, aber ich nehme den mal lieber. Oh, oh. Bevor hier noch mehr Zombies sind, wollte ich den lieber so weghaben. Aber bald wird Zeit für einen Arztkopf, habe ich das Gefühl. Da hinten ist noch einer. Ach, der verbrennt. Cool. Oh, schicken wir mal zurück ins Feuer. Schön, dass er durchs Feuer gelaufen ist. Finde ich gut. Da oben werden wir wohl nicht so durchkommen. Ach du Scheiße. Warte mal, wir hatten doch. Ich hoffe, die Zombies da hinten sind weg. Leider nicht ganz. So, wenn ich den da weg habe, dann kann ich mich um den Polizisten kümmern. Ja. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir nehmen gleich mal den Arztkoffer. Sonst sind wir bald hin hier. So, jetzt! Immer noch nicht. Jetzt! Auch nicht. So, noch jemand hier? Erstmal nicht. Gut, nehmen wir einfach. Ja, das ist schön, ne? Den Molotow-Cocktail könnten wir uns eigentlich mal hier markieren. Wo hatten wir den auf 3? Oh. Habt ihr wenigstens irgendwas bei oder hat sich das ja nicht gelohnt? Naja, gut. Karabiner-Munition. Wer weiß, wozu es gut ist. So, erstmal zu dir hier, bevor du hier aufstehst. Hab irgendwie das Gefühl, hier geht's gleich wieder los. So, die Bilder haben keine Geheimnisse. Da ist was, da ist was, da ist was. Wieder Briefe der Queen. Mann, die hat viel geschrieben, die gute Frau. Holz zum Barrikadieren? Okay. Man muss von der anderen Seite da oben reinkommen, ne? Wenn ich mir das so angucke, das ist genau so, dass man hier runterkommt. Wissenschaftler, Alchemist und Naturphilosoph zu Zeiten Elizabeth I.
Dr. D schrieb eine Warnung bezüglich dieser Seuche. Oh, Entschuldigung, ich muss. Er muss? Wo muss er denn jetzt hin? Dunkle Prophezeiung, das ist wahrscheinlich das Buch, was er haben will, ne? Ja, guck mal. Den Kelch würde ich auch gerne mitnehmen wollen. Wo gibt es hier noch irgendwas Schönes? Eine Karte. Das sage ich jetzt ja nicht. Wo kommt denn er her? Wieder so ein dunkler, mistiger Gang hier. Da ist der Rucksack. Alter, hat so mistige Ecken. Ey, da kriegt man einen Herzkollaps. Wie viel Platz haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Und jetzt kommen wir da unten durch. Okay, will ich aber noch nicht. Wo geht's hier lang? Es geht noch tiefer. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert. Und als Dekokt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nenne. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei es geklagt, erlag sie einem letzten Anfall und hörte schließlich, Gott sei es gedankt, für immer zu atmen auf. Gebe Gott ihrer Seele Frieden. Ich bin überzeugt, dass dies Werk praktische Hinweise enthält, die zu einer Lösung führen. Möglicherweise den Schlüssel zu unser aller Heil. Da unten liegt die Armbrust. Und wahrscheinlich ist das eine Falle. Mal gucken. Wo kommen wir denn hier hin, Mann? Guck an. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, wa? Doch. Ah ja, cool. Aber ich möchte da oben eigentlich noch hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Ist hier noch was Schönes irgendwo? Nein, nein, nein. Nichts Schönes hier. Die Kranke muss gebändigt werden und ist durch kein Kräuterabsud zu besänftigen. Sie scheint unersättlich und nichts, was ich ihr gebe, kann ihren ungeheuerlichen Appetit stillen. So als würde sie von einem schändlichen Impuls getrieben, alles Leben in ihrem Umkreis zu verschlingen. Gestern befreite sie sich von ihren Fesseln und hätte unser Pferd lebendig ausgeweidet, wäre ich nicht bei Zeiten beigesprungen. Mich schaudert angesichts des erbärmlichen Loses, zu dem der Mensch verurteilt ist. Eine wandelnde Hülle, ein leeres Gefäß, das nur existiert, um seine Gier nach Fleisch zu stillen. Hier sieht es so aus, als ob es Tageslicht draußen wäre, ne? Ah, hier kommt man natürlich wieder nicht durch. Ja, ich will im Grunde da oben noch hin. Die Frage ist, wie? Wie kommt man da hin? Kann ich den Schrank irgendwie kippen? Nee. Dann muss es doch aus diesem Feuerraum funktionieren irgendwie, ne? Ist das eine Schale? Nee. Und dann wollte ich da oben noch hin. Da waren wir ja nur auch noch nicht. Und dann gehen wir erst zurück, weil ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hinkommen.
Bei einigen Subjekten fand ich in den heißen, entzündeten Bereichen der Leisten, der Achselhöhle und im Rachen Taschen, angefüllt mit reichlich fauligem Eiter, welch ich für weitere Investigationen entnahm. Na, hier kommen wir dann wahrscheinlich nicht mehr weiter. Ne. So, können wir bei den Bildern vielleicht noch irgendwas sehen? Sind aber immer die gleichen Bilder irgendwie, ne? Was? Ach so. Da werden wir wohl nicht durchkommen. Nicht zu dicht dran. Na? Ne, man sieht auch nichts, wenn man nicht langkommt. Gut, aber... Das sieht doch hier so aus, als ob wir hier hoch müssten. Was war das da? Der Stuhl. Aber der bringt uns ja nichts. Mann, weg hier, Stuhl. So. Kann man hier nichts kippen oder so? Schubs mal? Nee. Und hier kommen wir ja auch nirgendwo hoch. Wahrscheinlich ist das nur ein Schokoriegel da oben, aber es muss ja einen Weg dahin geben. Es muss ja irgendwo einen Weg hingeben. Was leuchtet da oben? Achso, das ist da, wo wir hinwollen. Okay, ich komme hier nicht lang. Wegen der Stange oder wie? Ah. Blödes Rätsel. Ganz, ganz blödes Rätsel. Hier oben liegt nämlich auch noch was. Also hier komme ich nicht mehr zurück. Dann muss ich jetzt doch hier runter, den ganzen Weg nochmal rummachen, um da hinzukommen. Na gut, probieren wir es noch einmal. Ah, es muss ja einen Weg dahin geben. Dürfte jetzt kein Zombie hier sein. Hoffe ich zumindest. Ah, dass der keine Ausdauer hat. Ist auch nicht hier dieses Zimmer, ne? In das Zimmer kommt man überhaupt nicht rein. Ja, das ist genauso wie das Ding. Da kommst du nicht ran, ne? Das hier irgendwas... Ich weiß noch nicht, was da liegt, aber... Ich will's haben. Hier komme ich auch nicht rauf. Verschieben kann ich das Ding auch nicht. Oben drüber. Kann ich mir was anderes dahin schieben? Nee. Da kommen wir nämlich auch nicht ran, aber komisch irgendwie, ne? Macht jetzt hier immer Ring oder wie? Ich hasse es. Warum ist denn jetzt so komische Melodie da? Da oben will ich hin.
keinen Weg dahin, ne? Das muss von der anderen Seite sein. Weil egal wie, man kommt hier nicht hin. Von da komme ich da auch nicht hin. Da fehlt ein Brett. Hier würde ich sowieso nicht rüberkommen. Es muss von der anderen Seite sein. Aber wie? Hatten wir uns die Bilder eigentlich schon mal angeguckt? Ich glaube nicht, ne? Ist aber auch nichts Besonderes bei. Kann man hier irgendwas bewegen? Sehe ich hier irgendwas nicht? Nee, kann man nicht schieben. Das ärgert mich, wenn ich da oben jetzt nicht rankomme. Wir werden ja hier bestimmt nicht nochmal hin müssen. Hier kann es ja nicht sein, weil wir würden da eh nicht hochkommen. Verzwickt. Na gut, dann würde ich mal sagen, werden wir die Folge für heute beenden. Und ja, in der nächsten Folge werde ich dann das Buch abgeben, weil ich sehe hier irgendwie keine Möglichkeit, da oben hinzukommen. Überhaupt keine gerade. Okay, tschüss und danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! We'll be right back.